Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zunächst den Berichterstattern für ihre Arbeit danken und dann ein Kompliment an die italienische Ratspräsidentschaft aussprechen. Dass Sie heute Abend hier anwesend sind, ist ein positives Signal. In meiner Funktion als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses hat der Haushaltskontrollausschuss eine Anhörung organisiert über die Frage, welche rechtliche Position hat das Europäische Parlament im Rahmen der Ratsentlastung. Und wenn wir in die Verträge hineinschauen, dann ist dort klar geregelt, dass im Haushaltsentlastungsverfahren der Rat eine Empfehlung abgibt, aber die Entlastung ganz eindeutig beim Europäischen Parlament, den direkt gewählten Abgeordneten, verordnet ist. Das ist keine Reziprozität, sondern das ist eine Asymmetrie. Und wie das Europäische Parlament in eigener Zuständigkeit das Entlastungsverfahren gestaltet, wie wir es aufteilen, wie wir es beraten, ist ganz eindeutig die Kompetenz des Europäischen Parlaments. Deshalb verstehe ich auch die Vorbehalte nicht, die der Rat gegen ein anderes Verfahren bei der Entlastung hat. Und ich verstehe auch nicht, warum die Ratspräsidentschaft und der Rat die geforderten Informationen dem Parlament nicht übermittelt. Tamás Deutsch als Berichterstatter hat darauf hingewiesen, das Gentleman's Agreement, sofern es denn das überhaupt gegeben hat, stammt ja aus einer Zeit, in der das Europäische Parlament nicht direkt gewählt war. Wir haben seit 1979 ganz andere Verhältnisse. Wir haben seit 2009 den Lissabon-Vertrag mit einer deutlichen Stärkung des Europäischen Parlaments. Und vor dem Hintergrund möchte ich an den Rat appellieren, bitte lassen Sie sich auf ein vernünftiges, auf ein richtiges Entlastungsverfahren ein. Es kann nicht sein, dass ministerialbürokratische Beamte dann den europäischen Parlamentshaushalt kontrollieren wollen. Im Gegenteil, jede öffentliche Ausgabe des Steuerzahlers muss durch direkt gewählte Abgeordnete, durch demokratisch legitimierte Vertreter kontrolliert werden. Und dazu gehört auch der Ratshaushalt, das Ratsbudget. Und dafür kämpfen wir als Europäisches Parlament im Sinne der demokratischen Kontrolle, der Transparenz und der Accountability der Rechenschaftslegung. Vielen Dank.